Vielleicht doch noch mal hier so eine Dings hinlegen. Jetzt bräuchte ich halt was zum... Jawohl, nice. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Teil 2. Wir sind alleine unterwegs mit Ellie im Gebiet der Wolves auf dem Weg zum Krankenhaus, denn dort soll Abby aufzufinden sein und Ellie möchte endlich ihre Rache. Wenn ihr die vorherigen Folgen nicht gesehen haben solltet, rechts oben in der Ecke ist die komplette Playlist verlinkt, damit ihr auch die anderen Folgen entsprechend anschauen könnt und auch die Reihenfolge nachvollziehen könnt. Und jetzt schauen wir mal, jetzt sind wir hier in diesen Keller eingedrungen und in dieses Wohnhaus eingebrochen. Mal schauen, wie es von hier jetzt weitergeht. Okay, essen darf ich auch nichts. Ich war jetzt zu gut mit Zombies töten. Klebeband. Ach schön, ich finde das irgendwie geil, sich so hier so durchzulooten. Ich weiß auch nicht. Bisschen diese Offenheit mal ein bisschen genießen. Die Tatsache, dass es nicht so schlauchig ist. Also schlauchig im Sinne von, dass es halt so ein Tunnel einfach nur ist das Level, sondern dass du halt auch mal ein bisschen so nach links und rechts gehen kannst und dir auch mal Sachen angucken kannst. Bisschen was plündern kannst, bisschen was finden kannst, coole Sachen und so. Und dadurch auch einen Vorteil kriegst, wenn du das machst. Zumindest so lange, bis die nächste Stressszene kommt und wieder alles verschossen wird. Ich glaube, ich mache mal noch ein paar Pfeile. Wir haben gerade so viele Scheren gefunden. Ah, geht nicht. Ich brauche noch Klebeband. Siehst du mal, jetzt wird's Klebeband schon wieder langsam kritisch. Da finde ich aber bestimmt noch was. Kabumm ist leider immer noch voll. Kabumm, ich muss mal mehr Kabumm einsetzen. Ich glaube, ihr findet das auch gut, wenn ich mal mehr Kabumm einsetze. Meine Erfolgsquote mit Kabumm war allerdings bisher nur so 50-50 eigentlich. Die Stadt ist noch voller Vorräte. Mhm. Beeindruckend eigentlich, ne? Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie diese Werkbänke immer safe Strom haben. Was haben wir denn? Nein! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, das kam jetzt mega unerwartet. Scheiße. Nimm mal eine andere Waffe bitte, nimm mal die. Wir gehen nicht zurück! Oh, der da rechts ist, glaube ich, ein größeres Problem, oder? Ich habe ihn zwischen die Beine geschossen. Nicht schlecht. Nimm mal eine andere Knifte. Nimm mal hier... Was? Ich habe nur einen Schuss auf dem Revolver. Ihr wollt mich doch rollen. Wo ist die andere? Wo ist die andere hin? Du bist tot. Hörst du mich? Laber nicht. War das gut oder war das gut? Boah, das kam jetzt aber richtig aus dem Nichts, ey. Ich sag ja, man hat immer nur so viel Munitionsüberschuss... bis die nächste Stressszene kommt. Machen wir einen Schalldämpfer da drauf. Ach so. Ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, da einen Schalldämpfer drauf zu machen. Alter, what the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Darf ich jetzt bitte hier nochmal gucken? Dankeschön. Wir wollten die Feuerrate der Shotgun noch verbessern. Aber ich habe keine Shotgun-Muni, oder? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich mach's trotzdem mal. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Moment. Sekunde. Verbesserungen? So. Jetzt habe ich wieder falschen Knopf gedrückt. Feuerrate, genau. Können wir noch was haben? Vielleicht den Bogen? Ah! Achievement! Chivo, Chivo! Meine lieben Freunde. Da war eine Falle, echt? Habe ich nicht gesehen. Verbesserungen. Feuerrate. Will ich eine höhere Feuerrate beim Revolver? Ja, warum eigentlich nicht kommen? Sehr schön. Hammer. Will ich einen Hammer haben? Ich nehme einfach mal mit. Echt, hier war eine Falle? Ich habe das nicht gecheckt, dass da eine Falle ist. Aber was hätte ich das denn merken müssen?
Leider, ich finde das immer so geil, die schießen immer aus allen Rohren, die Gegner, ne? Aber wenn du dann die mal looten willst, so nach dem Motto, ja, vielleicht haben die ja irgendwas. Nö, ist nicht. Die haben immer nichts dabei irgendwie gefühlt, so immer mal so zwei Schuss oder so. So geil. Die schießen sich also zufällig immer genau auf zwei Schuss runter, bevor sie sterben. Das ist auch interessant. Hey Melissa, ich lasse das hier, falls du dich doch noch entscheidest, uns zu begleiten. Wir werden das Versteck bei Tagesanbruch verlassen und weiterziehen. Ich habe die anderen so lange wie möglich hingehalten, aber mittlerweile wird Isaac nach uns suchen. Wir können uns noch lebhaft an das Schicksal der letzten Deserteure erinnern. Wir wollten immer noch nach Süden gehen und nachsehen, ob diese Gerüchte stimmen. Vielleicht ist alles Blödsinn, aber hoffnungsvoller Blödsinn ist mir immer noch lieber als Isaacs Fatanismus jeden Tag. Denk dran, wer wir waren. Die WLF hat uns aufgenommen, aber das sind nicht unsere Leute. Ich wünschte, du hättest das Stadion mit uns zusammen verlassen. Ich hoffe, du tust es noch. Jizo. Mann, dachtet ihr, ich wäre ein Wolf? Okay, oh, ein Buch. Oh, da kriegen wir eine neue Fertigkeit. Chemie! Lesen! Ist vielleicht gut. Weinberg, Kapor und Omenuko. Geil. Neuer Verbesserungszweig, Sprengstoff, jawohl. Ah, Munition, Gott sei Dank, Munition. Es liegt auch immer nur so eine Kugel noch im Regal, das finde ich auch mal lustig. Hey, warte mal, ich kann mich, glaube ich, wieder ein bisschen hochpushen. Hier liegt noch was. Shotgun-Muni. Sauber, so warte mal, ich kann mich, glaube ich, noch mal ein bisschen verbessern. Ja, guck mal hier, Explosionen, Sprengpfeile anfertigen. Oh, was? Aber warte mal, wir brauchen noch ein bisschen mehr Schleichen. Bewege dich in Bauchlage schneller. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das müssen wir mal machen. Verbesserte Schalldämpfer. Schnellere, lautlose Kills. Da will ich auf jeden Fall hin. Dass das nicht immer so lange dauert. Das dauert immer so mega lange, bis man mal einen umgebracht hat. Ich muss vorsichtiger sein. Ach nee. Jetzt bekommen wir auch nicht noch eine Falle, oder? Das. Na toll. Abgeschlossen. Kommt man irgendwie vielleicht über den Sims? Jawohl, da geht doch was. Warte. Oh nein, nicht das schon wieder, ey. L1 gedrückt halten und dann sprinten. Jawohl. Wie der Lampenschirm weggeflogen ist, herrlich. Klebestreifen. Was? War das Nachladen? Nee, oder? Das war die Scheibe, war das. Ich dachte gerade, einer lädt hinter mir eine Waffe nach. Manchmal klingt das so. Sauber. Lumpen. Das ist voll. Hier ist bestimmt noch irgendwo irgendwas Gefährliches. Das kommt jetzt noch. Oh, Katzenkalender! Gesundheitsprüfung. 4.10.13. 30. Jahrestag. 8.10.13. Evakuierung. 24.10.13. Da ist das Ganze losgegangen. Das erklärt übrigens auch, warum es keine Falcon Rockets gegeben hat. In dem Aufsteller mit den Raketen. Weil natürlich die Raketen von SpaceX, die kamen ja, glaube ich, erst ab 2014 oder so, glaube ich. Da ging das richtig los bei denen. Das heißt, ja, das war in der Zeitlinie einfach nicht passiert. Sammelkarte und ein Safe. Star sein. Schauen wir doch mal. Star sein, echter Name Sang Lee. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Sang Lee war ein bescheidener Museumskurator, der Schriftrollen aus der Han-Dynastie studierte und eines Tages von den Geistern der großen chinesischen Kaiser verwandelt wurde. Jetzt verfügt er je nach Tageszeit über eine der elementaren Kräfte der chinesischen Sternzeichen. Terrakinese, Pyrokinese, Aquakinese, Ferrokinese und Arborkinese. Das ist schon krass mit den Chinesen. Wirklich. Die Chinesen haben es halt echt drauf. Da gibt es auch viele verschiedene Chinesen, wie wir hier sehen können. Zusätzlich nimmt er die positiven und negativen Eigenschaften jedes Zeichens an, was je nach Situation ein Vor- oder Nachteil sein kann. Man kann nur hoffen, ihn zu einer günstigen Tageszeit zu treffen. Neutraler Held. Das ist der Held der Chinesen. Herrlich. Okay, hier haben wir einen Safe. Ich glaube, ich gucke da mal rein. Ach so, warte mal, ich brauche ja noch eine Dings.
Moment. Wir hatten doch diesen einen Safe. Das ist aber nicht der Safe jetzt, oder? Nee, das wäre irgendwie jetzt ein bisschen komisch. Moment. Ich will nochmal gerade schauen, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Ach, warte mal hier, warte mal. Am Kalender vielleicht? Moment. Nochmal lesen, bitte. Gesundheit. 4.10. 30. Jahrestag. Ich probiere mal 30. Jahrestag. 8.10.13. Das ist bestimmt. Das ist bestimmt hier für ein Safe. Okay, 8, 10, 13? Wohl nicht. Wohl nicht, okay. Na gut, wir haben ja noch zwei Zahlen. Wir können ja die anderen Zahlen einfach auch noch probieren. Das ist bestimmt die Combo, garantiert. Lesen. 4.10. 13 probiere ich jetzt einfach. So, 4, 10, ist es auch nicht, okay. Vielleicht ist es auch die Reihe von oben nach unten. Kann ja durchaus sein, vielleicht sind es die ersten Zahlen. 24, aber das wäre ja immer 13, 13 und 10, 10, das kann eigentlich nicht sein, aber es könnte 4, 8, 24 sein. Ich probiere einfach mal 4, 8, 24. Vier, acht, 24. Auch nicht. Okay. Was war die andere Zahl jetzt? Also ich hätte schon jetzt gesagt, dass das was mit dem Kalender zu tun hat. Dann probieren wir mal die Zahl der Evakuierung. 24.10.13. Probieren wir es mal. 24. 10. Ach, scheiße. Ach, jetzt bin ich bei einer Zahl verrutscht. Ja, 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 das ist sehr sensibel. Es tut mir leid. Also 24, nochmal. 24. 10. Auch nicht. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, es hat was mit dem Kalender zu tun, weil es ist das einzige Dokument, was ich mir hier angucken kann. Schwenken bringt nichts. Und die anderen Zahlen, es wird ja wohl nicht 10, 10, 10 sein, oder? Und 13, 13, 13 wird es auch nicht sein. Nee, da haben wir ja im Grunde jetzt eigentlich alles probiert. Wobei. Naja, ich suche noch mal ein bisschen. Meistens sind diese Kombinationen eigentlich nicht weit weg. Normalerweise stehen die eigentlich immer in irgendeinem Brief oder so. Der eigentlich irgendwo in der Nähe ist, normalerweise. Hatte ich nicht gerade schon so einen Brief aufgesammelt? Stand da was drin? Warte mal, muss ich jetzt nochmal gucken. Habe ich schon wieder vergessen. Brief einer Deserteurin. Steht hier eine Zahl? Nee, da stand keine Zahl. Das wäre mir, glaube ich, hängen geblieben, wenn da eine Zahl stand. Also in Jizos Brief nicht. Letzter Brief an einen Ehemann. Stand da eine Zahl? Vielleicht doch mal die Zahl probieren, die da erwähnt wurde, aber das kann auch nicht sein. Liefere Boris aus. Ne, ich glaube, das ist alles zu weit weg. Das sind alles Dokumente, die sind zu weit weg. Die können damit eigentlich nichts zu tun haben. Es muss irgendwas sein, was hier in der Nähe ist. Auf dem Tisch? Ach, da. Boah, das ist aber schlecht zu sehen, ey. Heftig. Gut getarnt. Tja, da ist es wohl. Lesen. Liebling, ich habe alles gepackt, aber die Fedra setzt jetzt schon die Leute in Busse und ich habe keine Ahnung, wen du verschwunden bist. Falls ich schon weg bin, wenn du wiederkommst. Ich habe ein paar meiner Sachen im Safe gelassen. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber die Fedra beschlagnahmt alles Mögliche wegen der Quarantäne. Mir kommt das alles komisch vor. Die Kombination ist immer noch unser Hochzeitstag. Gut, das ist 30 Jahre her, aber du weißt doch bestimmt noch, wann das war, oder? Okay, nein, jetzt muss ich zurückrechnen das Datum. Okay, warte, warte, warte. Jahrestag. Es hat also doch was mit dem Kalender zu tun. Also ganz abseits war ich jetzt nicht. 30. Jahrestag. Wie war das jetzt? 30 Jahre zurück. Oh Gott. Das muss dann irgendwie der
Minus 13 sind die Nullerjahre gewesen. So, dann bleiben noch 17 Jahre. Das ist dann 83. 8.10.83. Ich hoffe, die wollen mir jetzt hier von mir nicht noch Schalltage und irgendwelchen Scheiß. Okay, warte. 8.10.83. Jawoll. Messerscharf. Rasiermesserscharf kombiniert. Da soll noch mal einer sagen, ich kann nicht rechnen. Okay. Ausrüsten. Neues Halfter, nicht schlecht. Kurzwaffenholster zum Anzeigen drücken. Ah. Jetzt muss ich da nicht ständig immer mit Waffe wechseln rumfuchteln. Das ist gut. Das ist sehr nice. Okay, warte, warte, warte. Ich möchte jetzt mal gucken. Wir haben jetzt wieder so viel Drogen gefunden. Ich möchte diese Drogen nutzen und zwar... Oh, kann ich gar nicht. Ich brauche noch mehr Drogen. 50% Bewegungsgeschwindigkeit beim Ziel. Das lassen wir mal noch. Ich möchte so viele Drogen haben, dass ich besser schleichen kann. Auch wenn das erstmal jetzt gegensätzlich klingt, wenn ich das so formuliere. Aber es geht. Vertraut mir. Es geht. Wenn man nur das intensiv genug betreibt, dann ist das wie mit Hemi durch die Hecke. Dann merken die gar nicht, wenn man an denen vorbeigeht. So, jetzt Moment. Ach, da hätte ich auch hochgekonnt. Na super. Viele Wege führen hinein. Das war klar, dass das nicht geht. Ich muss da rein. Ich muss da rein. Über den Müll. Jawoll. Okay. Das geht leider auch nicht. Ja, dann mal hier reinschauen. Ach du Scheiße. Ist das Blut? Oder Farbe? Will es gar nicht wissen. Vorsicht, Rutschgefahr auf Rampe. Ich glaube, ich habe da schon so ein bisschen sowas knurren gehört gerade. Kann das sein? So, hier darf man nicht raus. Hinter den Toren ist irgendwas. Ich hoffe, es sind noch Vögel. Ah, guck mal, da. Wir müssen das hier hoch machen. Was ist das hier für ein Schild? Vorsicht, keine Mülltonnen auf Rampe. Moment mal, ich kann ja nicht... Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das Ding hochschieben, dass es runterrollt und dann in dem Moment muss ich das hochziehen, damit es dann durch das Ding durchrollt, quasi. Okay, Achtung. Ja, nun lass los halt. Vielleicht schon mal so hinstellen. Warte. So, jetzt loslassen und brennen. Schade. Hat's fast gehabt. Kann man das irgendwie verzögern noch, dass der da nicht so schnell runterrollt? Warte mal. Warum kann man hier hoch? Kann man das irgendwie noch verzögern? Rutschgefahr auf Rampe. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen weiter hochziehe, dass er so ein bisschen so halb drauf steht auf der Dings, dass er so ein bisschen erst noch runterrollt, also so runterrutschen muss erstmal. Das jetzt so machen. Ja. Jawoll! Haha! Sauber! Sehr gut. Ich wusste es. Hervorragend. Das war ziemlich schlau, Ellie. Ja, ist intelligent, ne? Was so zwei Gehirne leisten können. Nicht schlecht. Ist schon eine tolle Sache. Ich bin auch immer wieder stolz auf die Fähigkeit rationalen Denkens. Ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt. Okay. Wunderbar. Oh, ist das schön hier.
Irgendwie. Da geht's nicht hoch. Da geht's nicht rein. Da geht's hoch. Wow, 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 wow. Krass. Das ist Krankenhaus. Wie? Ich dachte, das hier wäre das Krankenhaus. Ich dachte, ich wäre näher. Ja, ich dachte es auch. Ach, das ist ja nur das Seattle Conference Center. Neuer Tagebucheintrag. Gleich mal angucken. Lake Hill Seattle Krankenhaus. Ich glaube, das ist es. Achte auf das große rote Schild. Na dann, da müssen wir jetzt ja wohl erstmal hier rein. Ist hier irgendwo eine Scheibe kaputt? Nee. Jetzt schon. Dann gib mir mal hier, da liegt bestimmt noch Zeug. Nee. Okay, sieht sehr unsafe aus hier alles. Ich will irgendwie jetzt mir nichts brechen. Warte mal, ich renn mal und versuch mal darüber zu springen. Und jetzt fallen lassen. Sehr gut. Excellentio, Excellentio. Ich muss sagen, es läuft gerade wieder ganz gut. Gut, wir müssen auch gerade nicht kämpfen. Da ist kein Wunder, dass es gut läuft, würde ich sagen. Aber es ist gerade ein bisschen entspannter. Das finde ich gerade ganz angenehm, auch mal so ein bisschen so eine entspanntere Phase zu haben. Bestimmt wird das gleich sich ändern. Das wird sich bestimmt gleich ganz radikal ändern. Jetzt, wo ich es verschrien habe, wird sich's ändern. Genau, jetzt. Jetzt wird sich das so richtig ändern. Geht, hier drin stinkt. Genau, sage ich doch. Jetzt wird sich das sowas von ändern. Oh nein, Büros. Kakerlaken, habt ihr das gesehen gerade? Schön an der Wand lang. Munition, das ist natürlich erfreulich. Eine schöne spitze Schere. Hallo? Oh, Scheiße. Kack die Wand an! Ich wusste es! Verflucht. Lad mal nach erstmal. Nein, ich muss schon wieder mein Gamepad schlagen. So. Ist es vielleicht an der Zeit, die Waffen durchzuladen? Und vielleicht auch noch die Pumpgun. Ja, definitiv auch die Pumpgun. Und definitiv auch noch die andere Gun. Hier, die andere, die hier. Ah, die ist schon vollgeladen, okay. Nehme ich jetzt lieber den Bogen, ist die Frage. Gehen wir erstmal raus, gehen wir erstmal raus. Hier gibt es bestimmt noch Zeug. Wir müssen jetzt durch in den sauren Apfel reinbeißen und hier. Echt gut. Und hier jetzt mal ein bisschen looten. Noch. Money makes the world go round. Ich hat's echt erwischt. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen durch jetzt hier. Wenn das jetzt hässlich ist. Der, toll. Der ist doch gerade rumgerannt hier. Wo ist der denn sonst hin? Ist doch der Typ, der rumgerannt ist. I not your shit. Und der springt doch bestimmt gleich. Oder? Ah, der ist da. Ach nee, der ist da oben durch. Stimmt, da sind die Fußspuren. Scheiße. Na dann mal hinein ins Vergnügen. Ach du Scheiße. Und nicht das. Stalker. Fuck. Wer? Ich muss hier rausfinden. Habe ich irgendwas verpasst? Warte mal, Stalker, die verfolgen einen. Ich hätte gerne mal hier meine Annäherungsminen vielleicht. Das ist doch eine. Wie komme ich nach draußen? Das ist doch eine gute Idee, oder? Also ich würde das jetzt als gute Idee verbuchen einfach. Dann habe ich die auch endlich mal ein bisschen benutzt.
Kommt rein. Kommt zu mir. Vielleicht ein bisschen Krach machen? Warte. Ich manövriere mich hier, glaube ich, gerade in eine sehr ungünstige Situation. Kann das sein? Das waren ja drei. Können die mich one-shotten eigentlich? Ich renne am Ende noch in meine eigenen Minen rein. Pass auf. Shit. Ich möchte gerne... Scheiße. Das ist gut, warte mal. Habe ich was zum Werfen? Ich habe einen Molly. Warte mal, hier war eine Flasche. Gib mir mal das. Dann wirf mal die Flasche. Ja, ja, ja. Geht da hin, geht da hin, geht da hin. Komm. Das war ausgezeichnet, definitiv. Kann ich die Sprengladung eigentlich auch wieder aufheben, wenn ich sie platziert habe? Würde mich mal interessieren. Kann ich die nochmal nehmen oder sprenge ich mich da jetzt selbst? Okay, nee, ich kann sie nehmen, okay. Die gefällt mir hier nicht an der Stelle. Also einen haben wir schon mal abserviert jetzt. Ich möchte gerne noch einmal eine legen. Und zwar möchte ich gerne... Ach du Scheiße. Wenn da gleich einer hinter mir mich anspringt, dann wäre ich wahnsinnig. Mach mal da eine Flasche hin. Wunderbar. Tot. Das war noch einer weniger. Kann ich zufällig noch so ein Ding machen? Wie ich jetzt hier gerade zum Rambo werde, ey. Nicht schlecht. Geilomat. So, jetzt muss ich nur mal lokalisieren, wo die andere Krepelfrau hin ist. Weißt du was? Ich leg das jetzt auch wieder hier hin. Schön an den Arm ran. Jetzt muss ich nur irgendwie noch was zum Anlocken finden. Scheiße. Ich habe nichts mehr zum Anlocken. Ich habe keine Flaschen mehr hier. Okay. Das ist auch gut. War jetzt so nicht geplant, aber okay. Ich, jetzt die Frage, ist jetzt die letzte gewesen? Gib mir mal hier die Pumpgun vielleicht jetzt. War auf jeden Fall nicht schlecht jetzt. Da habe ich schon schlechter performt. Hatte ich jetzt hier noch eine... Jetzt nicht in die eigene reinrennen. Hatte ich hier jetzt noch eine hingelegt? Da gerade noch was gerollt. Ich habe gerade noch was gehört. Was? Okay, da ist noch jemand offensichtlich. Ich habe noch welche. Also so ist es nicht. Ich kann noch mal ein bisschen Action machen. Aber ich kann auch, ich kann es auch sein lassen eigentlich. Eine ist ja eh nur noch da. Dann knall ich sie halt über den Haufen, wenn sie Stress will. Gehen wir einfach weiter, komm. Okay, ist doch ein bisschen mehr noch. Vielleicht doch noch mal hier so eine Dings hinlegen. Jetzt bräuchte ich halt was zum... Jawohl, nice, schön. Sauber. Das ist schon keine schlechte Taktik.
Ich verstehe noch nicht ganz, was die jetzt anlockt. Sind es meine Geräusche? Weil ich so gut aussehe? Oh. Nachladen. Da. Exzellent. Okay. Lad mal nach. Oh, Kacke. Oh, das war knapp. Ich frag mich gerade, ob das so eine Never-Ending-Gegner-Geschichte ist hier gerade. Sonst noch jemand? Gut. Das war's, oder? Gut. Das, also da muss ich mich jetzt gerade mal... Jetzt muss ich gerade mal dieses Erfolgserlebnis, dass ich hier nicht gestorben bin, das muss ich jetzt gerade mal in mich aufsaugen, ja? Hervorragend, wunderbar. Das ist wirklich, das war gut. Wenn ich sonst viel Scheiße gebaut habe, aber das war wirklich genial. Ich habe zwar meine ganzen Sprengladungen jetzt versammelt, aber das war es wert. Ich kann leider keine neuen mehr machen. Ich kann aber noch Pfeile herstellen, das können wir mal noch machen. Ach, war das gut. Das war so gut. Das war endlich mal was Gutes. Nach den ganzen Fehltritten, die ich gemacht habe, wo er immer... Ja, hier ist er kaputt und da ist er kaputt und da macht er sich selbst kaputt und da ist er, da keine Ahnung gehabt und da ist er in die Falle gelaufen und hat's nicht gesehen. Und hier habe ich es jetzt endlich mal geschafft, ohne zu sterben. Ich habe wirklich die Hälfte von denen jetzt mit Sprengladung ausradiert, nicht schlecht. Da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz. Eiskalt abgebrüht. So, jetzt müssen wir erstmal hier looten, ne? Jetzt haben wir das geklärt, jetzt müssen wir das auch looten. Ich bin ja jetzt, wäre jetzt schön blöd, wenn ich das jetzt nicht looten würde. Jetzt vergesse ich, das wäre jetzt halt so lustig. Ich vergesse einfach eine meiner eigenen Sprengladungen, die ich irgendwo hingelegt habe, und laufe einfach selber rein. Das wäre so lustig. Das wäre einfach maximaler Humor. Hatte ich nicht sogar gesagt, ich habe irgendwo noch eine hingelegt? Ich kann mich jetzt lustigerweise auch nicht mehr erinnern, schon wieder. Es wird so lustig, wenn ich gleich reinlaufe. So lustig wird das. Ist ja echt nichts, ey. Ist ja erbärmlich. Da ist noch Klebeband immerhin. Da wäre nochmal eine Flasche gewesen. Ist das hier ein Durchgang? Da ist ein Durchgang. Ja, ganz viel nichts hier, ne? Dafür, dass man da ganz schön Ressourcen reinballern muss, um die loszuwerden, ist das jetzt schon ein bisschen... ...bisschen schade. Hier war ich ja gerade drin. Hier im Regal ist auch nichts. Da drüben habe ich mich verschanzt und sie weggenatzt, wie man hier an den Gedärmen auf dem Boden unschwer erkennen kann. Storage. Im Storage muss doch irgendwas sein. Irgendwas Cooles. Hier, Krachbumm ist wenigstens da. Jawohl, guck mal hier. Hier gibt es noch geile Sachen. Diese Wucherungen immer. Oh, sieht aus wie ein großer Schädel da oben. Guck mal, sieht doch eklig aus. Ey. Maximaler Ekel. Na, ist hier hinten irgendwas? Sie hat die Gasmaske nicht aufgesetzt. Sie verstößt gegen das, was Joel ihr beigebracht hat gerade. Muss ich mal an der Stelle mal mahnend erwähnen. Das wird ihr bestimmt zum Verhängnis noch. Wenn das irgendjemand mal sieht und dann checkt, dass sie immun ist. Geht bestimmt schief. Das ist hier ein... Oh, shit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, ich muss darüber quasi. Runter ist, glaube ich, keine gute Idee. Nur so eine Vermutung. In den reißenden Strom ist, glaube ich, nicht so schlau. So,
So, jetzt müssen wir da rüberspringen. Oh Gott, wieder mit Anlauf. Ich hasse mit Anlaufsachen. Achtung, L1 gedrückt halten und dann... Okay, easy going, easy going. Alles gut. Hab ich gespürt. Eine Flasche gibt's hier oben. Wie krass dieses reißende Wasser auch aussieht. Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Okay. Runter zur Straße. Ach Mann, ich habe mich so gefreut, dass ich da so gut durchgekommen bin. Und jetzt? Was ist jetzt? Wieder dieselbe Scheiße! Dieselbe Scheiße passiert demselben Mann zum zweiten Mal. Oder derselben Frau in dem Fall. Oder derselben Frau in dem Fall. Das sind schon wieder diese Hässchen. Was? Oh oh. Tja, so gut es oben geklappt hat, so schlecht klappt es jetzt hier. War das jetzt ein Stalker oder war das jetzt ein Klicker? Ich bin da ehrlich gesagt immer noch nicht ganz, das war schon jetzt eher ein Stalker, oder? Ich glaube, es ist Shotgun-Zeit. Ist nur so eine Vermutung. Ein Schuss für die Shotgun, jawohl! Jawohl, das ist so toll. Ein Schuss für die Shotgun, das ist scheiße! Dann nimm mal die Waffe jetzt. Haben die mich jetzt eigentlich gesehen oder gehört? Eine ausgezeichnete Frage. Oh. Ist das eine schlaue Idee? Können die sich durchquetschen eigentlich da? Ich mach mal hier eine Dings hin. Scheiße, jetzt war da vorne die Flasche. Ich will's einfach noch mal probieren. Wenn ich jetzt nur noch eine Ladung habe. Kommen die da durch? Ja, ne? Mist, das war jetzt ein normaler, oder? Ja, das war ein normaler. Scheiße, das war keiner von denen krassen. Was ist eigentlich die andere Sprengladung, die ich noch habe? Was ist das eigentlich? Oh, da, ach, das ist eine Bombe gewesen, stimmt. Waffe? Nein, du sollst die Waffe nehmen, hallo? Und nachladen sollst. Und in Deckung gehen sollst du. Die sind noch am Start. Ich weiß es. Ich traue dem Frieden nicht. Aber gut, dass man die damit blenden kann irgendwie. Ich habe die nicht verletzt, aber ich habe die geblendet. Aber wobei, warte mal, wir haben noch Mollys. Das können wir auch mal mehr einsetzen noch. Da hinten, da hinten. Nice. Da rechts ist auch noch einer, oder? Wie viele sind hier unten, ist immer die entscheidende Frage. Wenn ich das nur wüsste. Da war noch einer. Aber das sah aus wie ein normaler, ehrlich gesagt. Das sah nicht aus wie ein Klicker oder Stalker. Halt die Frage, jetzt werfen oder nicht werfen.
Vielleicht mal die Seite wechseln. Ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Hörte ich da gerade? Ich wechsle mal die Seite. Achso, hier komme ich nur durch, wenn ich mich durchdrücke. Na, guck mal. Ist es... Nee. Ich dachte, da hockt einer. Es war nur das Gesiff. Drück dich mal da durch. Dass ich durchdrück, Mensch. Ducken sollst dich. Nein! Nimm den Molly. Nimm den Molly, nimm den Molly. Nimm den Molly. Nimm den molligen Molly. Man kann die Spannung schon wieder mit dem Messer in kleine Hälften schneiden. Da hinten. Da. Wunderbar. Das ist bestimmt noch mindestens einer. Wenn nicht sogar zwei. War gut. War gut. War ausgezeichnet. Waren es alle? Das ist die wichtige Frage. Waren es okay. Alle? Gut. Zeit zu gehen. Mit ihren Jedi-Kräften hat sie erkannt, dass es alle waren. Gut. Oh, shit. Eieiei. Spannend, kann ich da noch sagen. Alter. Es fällt mir direkt schwer, meine Pipi festzuhalten gerade, ehrlich gesagt. Puh. Geil. Aber was für ein Erfolgserlebnis, wenn man sie alle platt gemacht hat. Ohne Witz. Ich mach mal Mollys direkt. Wir haben keine mehr. Hiervon kann ich leider nichts machen. Hiervon kann ich leider auch nicht. Ich muss mehr Kabum finden. Aber ich habe bisher immer so viel Kabum gefunden, dass ich bestimmt jetzt auch wieder neues Kabum finde. Ich hoffe, ich finde wieder neues Kabum. Bitte, bitte lass mich Kabum finden. Normalerweise lassen die auch manchmal was fallen an Kabum. Wenn ich sie anzünde, vielleicht nicht unbedingt. Ah, guck mal, doch hier, der hat was fallen lassen. Erstmal looten, wie gesagt. Das ist schon alles ein bisschen eklig mit diesen Pilzen hier. Ah, da ist Kabum. Das gefällt mir, Kabum. Schrotflintenmuni ist auch sehr gerne gesehen. Wobei ich die Schrotflinte jetzt gar nicht abgefeuert habe. Das finde ich auch mal gut. Hier ist auch nichts. Gesundheit ist natürlich wieder mal voll. Ich will mal gerade gucken. Kann ich noch was machen? Oh, warte mal, hier. Da machen wir gleich mal noch eine. Nee, warte mal, das war hier, die Annäherungsmine. Da machen wir mal eine. Die sind nützlich. Die sind sehr, sehr nützlich, muss ich jetzt mal so sagen. Dann mal los. Aufschieben! Was? Oh, oh nein. Ah. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ah! Ah, 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 nein, 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 oh! Oh, shit! Weg mit dem Vieh! Oh, ah! Es hört nicht auf, es hört nicht auf! Der Quicktime-Spaß hört nicht auf! Oh, nein! Hier wollte ich doch nicht hin. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ah. Boah. Das ist Grauwasser.
Oh mein Gott. Okay. Verdammte Seattle. Ja, Wahnsinn. Wir sind in der Kanalisation gelandet und da drüben müssen wir hin. Und an der Stelle endet wieder diese Folge The Last of Us Part 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal hier in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Last of Us 2, sondern auch zu anderen Let's Plays. Schaut auch gerne in die komplette Playlist rein, damit ihr kein Video überspringt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge The Last of Us Part 2. Bis dann, ciao, ciao.